Perfekt, danke. Das war einmal ein cooles mobiles Büro. Sehr, sehr gut. Guten Morgen, es ist Dienstag. Ich bin gerade in Genf angekommen. Es regnet, es ist nass. Das heisst, ich habe jetzt gerade meinen Uber bestellt. Mein Uber ist noch 4 Minuten weg. Hier fährt er, da oben bin ich. Und dann geht es ab ins Geschäft. Bonjour! Vous allez bien? Je vais bien, vous? Très bien, très bien. Ich habe heute mehr oder weniger einen schönen Meeting-Tag vor mir und schaue mal, wie es sich entwickelt. Ich bin in den Kommentaren gefragt worden, machst du eigentlich auch Instagram? Natürlich mache ich Instagram. Ich habe Instagram, ich habe Snapchat, ich habe Facebook und ich habe Twitter und du über diese Kanäle kommunizieren. Bei Snapchat ist es so, wenn ich so einen YouTube-Film wie jetzt mache, dann komme ich praktisch nicht zum Snapchatten. Aber in den Tagen, wo ich nicht einen YouTube-Film mache, dort bin ich sehr fleissig am Snapchatten. Merci beaucoup. C'est lourd quand même. C'est très lourd. C'est très lourd. Merci beaucoup. À la prochaine fois. À la prochaine. Ciao. Sehr, bonjour. Sehr netter Uberfahrer gewesen. Sehr nett. So. Oh shit, jetzt geht's runter. Oh je. Bis später. Die elektrischen Scooter sind gekommen. Super! Scooter. Also. Das da ist das grosse Bike. Das da ist Flowboard Classic. Das ist ein bisschen eine Economy-Variante. Vom IMAX, von der Art und Weise. Und dann haben wir zwei Flowboard Air. Und das Coole ist, das ist Carbon. Ist hier auch Carbon, aber hier ist es gemalt. Nice! So, wieder arbeiten. So, es ist mittlerweile oben. Ich mache mir jetzt bald auf den Heimweg. Ich habe morgen oben ein Meeting, wo ich das erste Mal ein Charoux-Auto richtig brauche. Ich habe gedacht, ich teste mal, ob es wirklich funktioniert mit einem Auto hier in Genf. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, das Auto, das am nächsten ist, ist der Fiat Panda. Ich habe jetzt gesagt, ich will den buchen vom 6 bis zum 7. Sagt mir einen Gesamtpreis von 6 Franken an. Ich tue jetzt die Buchungsanfrage senden, weil das ein Auto ist, das nicht sofort gebucht werden kann. Ciao, ciao. Ciao. Mach mich auf den Weg heim. Ich habe 4 Charoux-Anfragen gestellt. Wenn es nicht würde klappen, dann müsste ich jetzt in Bern einen sofort buchen. Gibt es dort einige Auto mehr. Es hat leider nicht geklappt mit dem Charoux-Auto in Genf. Es war vielleicht auch ein bisschen zu kurzfristig. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Entweder sind die Anfragen abgelaufen, beziehungsweise zwei sind abgelehnt worden. Ich werde jetzt mein Glück in Bern probieren. Dort gibt es einige Autos zum sofort buchen. Und da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Übrigens nicht vergessen, Gadget-Treff am Freitag im 0815 in Zürich. Ich habe gerade etwas Spannendes gefunden, und zwar ein Elektroauto beim Bahnhof Bern. Es ist ein Renault Zoe und da werde ich jetzt buchen. Lustig noch, es heisst Rudi.
Okay, ich glaube, das hat geklappt. Bahnhof Parking Bern im 3. OG. Der Standort ist gekennzeichnet. Gute Bilder haben sie. Ich sehe es, Rudi schon von weitem. Dort, bevor man die Fahrt anfängt, soll man noch überprüfen, ob es irgendwo Schäden hat. Sieht gut aus. Buchung starten. Verbinden mit Rudi, das heißt Zubehör auswählen. Jetzt kann man hier öffnen drücken. Und dann geht auf. Der Autoschlüssel ist nicht da. Der Autoschlüssel ist das hier. So einfach ist das, jetzt kann ich losfahren. Ich bin nicht sicher, ob ich es erwähnt habe. Es ist ein Elektroauto. Nice, Rückfahrkamera. Gut, ab in die Rothausgasse. Erstmal Elektroauto gefahren? Nein, stimmt nicht. Erstmal ein anderes Elektroauto gefahren als ein Tesla. Und der Renault Zoe ist ein ganz flottes Auto und es macht Spass und er geht richtig ab wie eine Rakete. Ich würde sagen, erste Chauroux-Erfahrung ein absoluter Erfolg. Ich gehe jetzt kurz Nacht essen, dann bringe ich noch ein Auto wieder retour. Hat zwar nicht gross Sinn gemacht, hier hinzufahren, aber als Test eine ideale Gelegenheit gesehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Auto wieder abgestellt. Ich habe etwas vergessen. Und zwar das Teil hier. Der futuristische Scooter. Das Flowboard. Komplett aus Carbon. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, aber es ist wunderschön verarbeitet. Ist eine ganz andere Nummer als das Teil gestern. Gestern war wirklich der harte Arbeiter. Das hier ist die grazile Tänzerin. Das Ding ist so leicht, man kann es ohne Probleme aufheben. Von der Reichweite her, ich bin die 5 km gefahren bis zum Bahnhof, hat mich ein Batteriezeichen gekostet von etwa 5. Somit auch das okay. Ist nicht ganz so stabil, oder beziehungsweise macht jetzt nicht ganz so einen stabilen, komfortablen Eindruck wie das gestern, wo 15 Kilo hat oder so, oder 13 Kilo. Aber wirklich top. Ich bin gespannt auf die nächsten Skeeter. Das hier für den täglichen Einsatz kann ich absolut empfehlen. Wenn es nicht regnet, schließen wir jetzt noch mit ein paar hübschen Drohnenaufnahmen vom Bundeshaus. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.